So, bitte Geist und Geisterin, herzlich willkommen zu einem kleinen, mehrfach gewünschten Quick Guide. Wir befinden uns in der Drachenseele, dem Abschlussraid aus dem Addon Cataclysm und wollen uns den vorletzten Boss Todesschwinges Rückgrat einmal alleine angucken, denn viele von euch haben gesagt, dass sie dabei Probleme haben, nicht wissen, wie es geht, und da dachte ich mir, gut, machen wir schnell ein Video dazu. Ganz wichtig, dabei kämpfen wir nicht gegen einen wirklichen Boss, das heißt, unser direkter Schaden hat nicht wirklich große Auswirkungen und auch überspringende Dots, wie zum Beispiel die nekrotische Seuche beim Todesritter, sollten in diesem Kampf vermieden werden. Ganz einfach, weil es darum geht, Adds kontrolliert zu töten. Wenn das nicht passiert, könnt ihr es nicht schaffen. Das heißt, große AOE-Effekte, Legendary-Ringe, wie gesagt, überspringende Dots und ähnlichen Kram, den hier einfach mal vergessen. Ich spec hier ganz gern auf Tank, auf höheren Schwierigkeitsgraden, 25er und 25er Hero. Kann man gerade schauen, dass man das wirklich mit dem Tank-Spec macht oder eben darauf achtet, als Schurke seine Gesundung laufen zu haben, weil es da noch ordentliche Schellen geben kann. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Nachdem wir hier den Himmelsmeister auf der Himmelsfeuer bezwungen haben, sprechen wir mit dem Himmelskapitän um Himmels Willen, ne, und sagen schön für die Horde, als Allianzler bestimmt auch, Horde größer, alle wissen wir, und landen dann nach einer kleinen Sequenz, die wir an dieser Stelle überspringen, auf dem Rücken von Todesschwinge und reiten Richtung Apokalypse. Nun geht es darum, um ein Wechselspiel aus diesen Verderbnissen, aus den Adds, die unmittelbar spawnen, nachdem wir sie zerstört haben. Die sehen wir hier, das sind die schrecklichen Gemische. Und um die Blut-Adds, die ebenfalls spawnen, nachdem die Verderbnisse ja tot sind quasi und nachdem die Gemische auch gespawnt sind. Wichtig ist, eine Verderbnis muss immer stehen bleiben oder sollte stehen bleiben, sonst spawnt einfach eine andere nach, damit man, wenn man hier verkackt, eben immer die Möglichkeit hat, ein neues Gemisch zu erhalten. Worum geht es jetzt hier? Ihr seht schon, ich laufe hin und her und genau das ist das Nervige an diesem Bosskampf, genau das ist, was man hier hasst, und da ist es wichtig, dass man alleine eben aufpasst, denn ihr seht schon, es geht ums Rollen. Wenn man hier zu lange auf einer Seite stehen bleibt, beginnt Todesschwinge eben auf genau diese Seite zu rollen, um uns abzuschütteln. Früher musste man sich quasi mit den Leuten so verteilen, dass man eine Art Gleichgewicht hatte, und sobald das eben dann irgendwie außer ja, Rand und Band lief, weil sich jemand falsch hingestellt hat, kam diese Meldung, alles durcheinander gewuselt, Panik, Todesschwinge rollt und alle fliegen runter. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, dieses Runterfliegen zu vermeiden, indem man sich hier, ihr seht das, wenn wir hier zu nah sind, kriegen wir diese greifenden Ranken, da gerade der Debuff, dann bleiben wir quasi obendrauf, das Rollen überleben wir dann, die Adds fliegen allerdings alle runter, also das ist so eine Notlösung, wenn ihr hier einen kleinen Lag habt, dann kann man sich in diese Feuerflächen quasi stellen und somit kurz überleben. Ansonsten muss man hier eben immer laufen, denn wir haben mit einer Person logischerweise nicht die Möglichkeit, auf einer dieser Seiten oder auf beiden Seiten eben Gleichgewicht wie auf so einer Waage der Justitia quasi zu erzeugen. Und demnach müssen wir eben immer laufen, sodass auf beiden Seiten nahezu gleichgewicht ist, weil wir eben hin und her laufen und dadurch dieses Rollen vermeiden. Das ist im Grunde auch schon die Quintessenz des Bosskampfs. Was mache ich hier mit den Adds? Wir brauchen ein so ein schreckliches Gemisch, alle anderen fühlt euch frei, die zu töten. Und danach darf kein Schaden mehr darauf, sobald ihr eines habt. Habt ihr 9 kleine Blute getötet, möglichst im Single-Target, damit das Gemisch nicht stirbt, solltet ihr das Gemisch durch die Blutpfützen, habt ihr eben gesehen, wenn nicht, gehe ich gleich im Folgenden nochmal drauf ein, solltet ihr das durch die Pfützen ziehen, diese kleinen Blut-Adds eben auf dem Boden hinterlassen. Habt ihr das 9-mal getan, wird das Add so groß, leuchtet, macht erhöhten Schaden und AOE-Effekt. Und wenn wir das dann vorne zur Platte in Richtung des Fluges ziehen, also Richtung Kopf quasi, ganz wichtig, dann können wir das hier töten. Und wenn das dann diese 9 Stacks hat und auch eben sieht man diese kernexplosive Leuchtung in der Mitte des Körpers quasi besitzt, dann explodiert das hier und sprengt die Platte. Jetzt ganz wichtige Mechanik, die brennende Sehne wird frei und diese sollte schnellstmöglich umgehauen werden. Zack, und die erste Platte ist weg. So machen wir das jetzt tatsächlich noch 2-mal, insgesamt also 3-mal, und ihr seht, wir haben hier jetzt aufgrund meines Gelabers, aufgrund der Erklärung, einen Haufen Blut angehäuft. Wir sehen jetzt hier eine schöne Fläche, da sehen wir die vergleichbar mit Thron des Donners, dieser Echsenboss, ne, vom Anima-Golem, vom Animus, der hat auch solche Voids hinterlassen, da muss man die Adds quasi durchziehen. So, jetzt gönne ich mir mal ein siedendes Blut, allerdings in Richtung einer solcher Verderbnis hier. Jetzt geht es eben darum, das Add schnellstmöglich wegzuhauen, damit die sich nicht noch diese Void Zone quasi teilen und man dann 2 Adds mit jeweils 5 Stapeln hat oder so, wäre Blödsinn. Jetzt müssen wir das hier nur durch diesen Pool eigentlich ein paar Mal ziehen. Wichtig ist natürlich dran zu denken, Todesschwinge rollt auch weiterhin. Man sollte sich hier definitiv Zeit nehmen, sich darauf konzentrieren, ansonsten kann man hier jederzeit verkacken. Wir ziehen das hier wieder vor, ganz gemütlich, so nah ran wie möglich. Das hat schon eine ordentliche Range, sehen wir jetzt gleich an der Explosion. Aber lieber schön nah ranziehen, als zu weit weg.
weg und dann noch verkacken. Brände sehen ist natürlich blöd. Ich sag mal, man hat 23 Sekunden Zeit. Wenn man dann jetzt gerade aufgrund des Rollenvermeidens quasi auf der anderen Seite ist, dann sollte man das schon schaffen, hier dann die Seite zu wechseln oder drauf zu hauen. Als Melee, als Caster muss man dann natürlich schauen, dass man vielleicht gerade als Frostmage sich, wenn das Vieh explodiert, ein paar Eislanzen-Crits und so weiter aufhebt, ne, ein paar Procs, um das Ding dann schnellstmöglich down zu bürsten. Aber das ist eigentlich, gelinde gesagt, das kleinste Problem, was man hier hat. So, nächsten weggehauen, zack. Am Ende schneide ich euch noch kurz rein, wie man hier, wenn ihr etwas erfahrener seid, sich auch gleich einen Erfolg mitsichern kann in diesem Bosskampf. Auch den kann man alleine machen. Allgemein kann man sehr, sehr viele Erfolge quasi in diesem Raid alleine machen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schaut euch das mal an. Ich blende euch das am Ende ein. Und dann könnt ihr euch hier den ein oder anderen, nicht nur das ein oder andere Mount kann droppen, insgesamt 3, wenn ihr im Hero-Modus drin seid, nämlich Experiment 12b bei Ultraxion, dem 4. Boss oder 5. Boss, wenn ich mich nicht irre, und bei Todesschwinge einmal im Normal, einmal im Hero. Wenn ihr Hero geht, dann kann auch das Normal-Mount mitdroppen, deswegen macht Hero eben in der Regel immer mehr Sinn und wir haben das Rückgrat gerade geschafft und da kann man sich die Erfolge mal sichern. Viele kann man solo machen, ne? Passend zum Rückgrat schneide ich euch noch hinten mit ran und tatsächlich landet ihr dann ganz gemütlich hier bei, ja, dem guten Todesschwinge und seid bereit für den finalen Kampf, wo dann eins von zwei oder beide Mounts droppen können im Idealfall. Ja, wir gucken uns noch den Erfolg bzw. die Erfolge ganz kurz an und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr hochkonzentriert und problemlos da durchkommt. Nervig ist es. Es artet manchmal in Arbeit aus, aber schöne Belohnung wegen. Kann man sich mal gönnen. So, Freunde, willkommen zum zweiten, ja, Videoteil über Todesschwinges Rückgrat, dem vorletzten Boss in der Drachenseele. Wir sind im Erfolgsmenü unter Dungeons und Schlachtzüge finden wir Ruhm des Schlachtzüglers der Drachenseele. Die Züge des Zwielichtboten gehören euch, wenn ihr alle davon, ja, Macht quasi erfüllt. Sieht so ein bisschen aus wie Alexstrasza, ne, relativ schicker Drache. Und der Erfolg, den wir neben vielen Hero-Kills und anderen relativ, ja, leicht machbaren Erfolgen eigentlich machen müssen und können und der jetzt hiermit zusammenhängt, ist vielleicht wird ihm ja schwindelig. Und der Wortlaut ist, erringt den Sieg in der Begegnung Todesschwinges Rückgrat auf dem normalen oder heroischen Schwierigkeitsgrad, nachdem ihr Todesschwinge dazu gebracht habt, folgende Bewegungssequenz zu vollführen. Links, rechts, links, rechts. Wer im letzten Video aufgepasst hat, wie man so eine Rolle denn überleben und provozieren kann, der weiß schon ziemlich genau, was wir jetzt vorhaben und wir zeigen das. Ich zeige euch das und wir gucken uns das zusammen nochmal an. Links, rechts natürlich bedacht mit dem Blick wieder in Richtung Flug. Ja, wir landen ganz normal weiter und man muss ihn dann natürlich auch noch anschließend bezwingen. Ganz so leicht ist es dann doch nicht. Wir zerstören erstmal hier unsere Blobs wie immer. Und konzentrieren uns dann quasi darauf, die guten rollen zu lassen. Zur Demonstration lasse ich jetzt eines dieser Gemische einfach mal am Leben. Wir fangen an mit einer linken Rolle und werden jetzt gleich sehen, dass hier so ziemlich alles außer uns. Achtet drauf, welche Debuffs ihr habt. Greifende Ranken brauchen wir. Und wir sehen jetzt Rolter. Erkennt man, die Ads sind runtergeflogen, beziehungsweise das Große, was hier nicht verankert war. Und jetzt hat er wieder den normalen Kurs. Das heißt, wir können problemlos rüberwechseln. Macht ihr das zu schnell oder zu langsam, ist die Chance, dass ihr selber runterfliegt, definitiv gegeben. Das war das erste Mal links, jetzt sind wir rechts. Und ihr seht schon, das ist eigentlich kein großes Problem. Die kleinen Blobs kann man dann immer schon mal weghauen. Die Pfützen brauchen wir ja so oder so früher oder später. Da muss man sich nicht unnötigen Schaden hier in der Zeit antun, wenn man sich nicht gegenheilen kann. Und wir sehen die nächste Rolle. War gerade, erkennt man nach wie vor an den Wolken. Und beziehungsweise, wenn es in der Mitte des Bildschirms steht, dann muss man eben schauen, wir haben jetzt hier ein relativ begrenztes Sichtfeld, ansonsten kann man sich auch am Kopf orientieren, der geht dann mit in die Rollanimation, sehen wir, jetzt macht er den so runter, wir sehen nur die Hörner und jetzt gleich, nachdem man mit einer Oculus Rift gekotzt hätte, hat er sich wieder stabilisiert und wir gehen nochmal rüber, das ist jetzt das zweite Mal rechts, wir haben also schon links, rechts, links, das ist jetzt das rechts nochmal und dann haben wir die Kombination, müssen ihn noch bezwingen, kann gut sein, dass ich den Erfolg schon mit diesem Charakter gemacht habe, heißt möglich, dass der nicht aufploppt, aber könnt ihr mir glauben, das ist so der Fall. So, hat man das gemacht, dann geht es natürlich weiter mit dem normalen Bosskampf. Das heißt, wir zerstören jetzt hier die nächste Verderbnis, lassen wieder eine stehen und ja, töten die Blobs ganz normal, ziehen das hier durch und beenden das. Ich schneide euch zum Ende nochmal dazu. Vielleicht habe ich den mit dem noch nicht so gemacht, das wissen wir ja, wenn man die Erfolge zwar übergreifend hat, aber mit dem Charakter noch nicht, poppen die immer wieder nochmal auf, wie Stufe 10 erreicht und Duell-E-Card und so ein Kram. Ich cutte euch am Ende nochmal dazu. Bis gleich.
So, Freunde, und da haben wir es geschafft. Setzen zur Landung an und ihr seht, ich habe ihn trotzdem nochmal bekommen. Dann habe ich ihn mit dem Char also nicht gemacht. In diesem Sinne relativ leicht machbar, wenn ihr es denn verinnerlicht habt. Ist im Endeffekt eine Art Automatismus, die durch Übung dann übergeht. Ne? Also sieht jetzt ein bisschen kompliziert und nervig aus. Nervig bleibt es, kompliziert, das fällt mit der Zeit, mit der Übung weg. Vor allem, wenn ihr daran denkt, dass wenn ihr auch mal verkackt, so ein Gemisch tötet aus Versehen, eine so eine Tentakel spawnt immer nach, holt er einfach ein neues, indem er die zerstört, macht es nochmal. Also einfach ruhig durchatmen, ruhig Blut und dann durchziehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen oder vielleicht sogar eine Motivation geben, um zu sagen, hey, ich farm jetzt auch mal die Mounts, ich mach's jetzt auch mal oder guck mir die Erfolge an. Bis zu Legion habe ich eh nichts mehr zu tun und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis dahin, Freunde, macht es gut. Tschau.